Für mich war es eigentlich, seitdem ich denken kann, schon immer klar, dass ich in Pflege gehen will. Ich habe das schon immer gesagt als ein Kind. Ich habe den Beruf gewählt, weil ich eigentlich sehr gerne mit Leuten arbeite. Und ich habe es am zweiten Bildungsweg erst gemacht. Ich habe schon Lebenserfahrung gehabt und habe schon gewusst, was auf mich zukommt. Also ganz wichtig war es für mich immer, dass ich da einfach dann mit Freude in die Arbeit gehe. Und das habe ich wirklich immer gemacht. Ich arbeite einfach so gern mit den Menschen diverser Altersgruppen. Es ist einfach ja, schön, wenn man so ein Stückchen weit auf einen Weg begleiten kann, wenn man einem helfen kann, wenn man die Dankbarkeit sieht und die Wertschätzung zurückkriegt. Es ist einfach so nett, einfach weil die Leute, die Patienten oft sagen, ich habe ihn ja schon vermisst, wenn man ein paar Tage frei hat und sie sind länger stationär. Ich bin schon 30 Jahre im Job mit meiner Ausbildung, obwohl ich es im zweiten Bildungsweg gemacht habe. Aber du weißt nie in der Früh, was im Laufe des Tages zukommt. Man muss geduldig sein in dem Beruf. Er ist einfach abwechslungsreich und herausfordernd. Und das ist eigentlich das Schöne. Ja, man muss wieder sehr flexibel sein in dem Beruf. Es kann schon leicht einmal sein, dass man einspringen muss, wenn eine Kollegin in Krankenstand gegangen ist, wenn sonst irgendwas ist. Also das kann jederzeit sein, dass man mal einen Nachtdienst einspringen muss. Ja, mit dem muss man jederzeit rechnen und das gehört dazu zu dem Beruf. Im Laufe der Jahre, wenn man schon so lange mit dem Job ist, kommen manche Patienten einfach immer wieder und mit baut wirklich einen Bezug auf. Und manche Patienten ist einfach auch so nett, weil es einfach wirklich ganz persönliche Sachen dir anvertrauen. Und was auch schön ist in dem Beruf, dass es mit der Familie vereinbaren kann. Ein besonderer Anreiz ist auf jeden Fall, dass man in dem Beruf nie auslernt.